Wir sind auf dem halben Weg durch diese Handelswoche und es ist Zeit für die Mittwochsausgabe der Industrieübersicht, präsentiert von Liebred und Lukas Koppi. Ich bin Jessica Walker. Die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde hat ihr Leerverkaufsverbot verlängert, im Bemühen, das Vertrauen der Märkte zu Griechenland zu schützen. Die von HCMC auferlegte Verordnung ist erneuert worden und bleibt bis Mitternacht mitteleuropäischer Zeit vom 20. Juli in Kraft. Das Verbot tritt eine Minute nach Mitternacht am 14. Juli in Kraft. Transaktionen, die für jedes Finanzinstrument eine Netto-Short-Position an der Athena-Börse und ENA erhöhen oder erzeugen würde, sind vorübergehend untersagt. Ein neuer Bericht von Experian veröffentlichte schockierende Zahlen. 78% der Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sehen Online-Betrug als größte Herausforderung an. 79% glauben, die Zahl werde in den nächsten 5 Jahren zunehmen. Charles Butterworth erklärte, die schnell wachsende Nachfrage nach Online-Banking kombiniert mit sehr wenig Sicherheit auf Geräten bedeutet enorme Chancen für Cyberverbrecher, sodass viele Menschen und Unternehmen gefährdet und extrem anfällig sind. Die Betrugskosten können deutlich zunehmen. Laut dem Bericht werde sich Identitätsdiebstahl ein zentrales Thema für 24% der Unternehmen in den nächsten 5 Jahren verdoppeln. Für die offizielle Version besuchen Sie bitte die Libred-Webseite. Die Internationale Swaps- und Derivativen-Assoziation hat eine neue Klassifikation veröffentlicht. David Green, Vorstandsmitglied der ISDA, erklärte, ISDA-EMIR-Klassifikation ermöglicht es jeder Partei, ihre Gegenpartei auf bilateraler Basis einfach und schnell zu informieren. Die Clearing-Kategorisierungskomponente deckt Zinsderivaten ab. Die ISDA wird die Liste künftig um andere Produktklassen erweitern, die der Clearingpflicht unterliegen können. Das war's für heute, aber besuchen Sie uns morgen für den nächsten Bericht. Auf Wiedersehen.